Die deutsche Besatzung, 1941 bis 1944. Am 22. Juni 1941 überfiel Nazi-Deutschland die Sowjetunion. Auf breiter Front rückten deutsche Verbände nach Osten vor. Ende 1941 waren große Teile der Ukraine besetzt. Viele ukrainische Ortschaften wurden bei den Kämpfen schwer beschädigt. Heutige ukrainische Schätzungen gehen von 5 Millionen Opfern unter der Zivilbevölkerung des Landes aus. Die hohen Zahlen sind darauf zurückzuführen, dass der Zweite Weltkrieg gegenüber der Sowjetunion von Anfang an als weltanschaulich motivierter Vernichtungskrieg geführt wurde. In den eroberten Gebieten wurden Besatzungsverwaltungen aufgebaut, hier das Reichskommissariat Ukraine. Als Zivilverwaltung am 1. September 1941 eingerichtet und mehrfach erweitert, erstreckte es sich im Wesentlichen auf die West- und Zentralukraine. Zum Besatzungsapparat gehörten auch SS- und Polizeikräfte, die zahlreiche Besatzungsverbrechen begingen. Zwar waren die Deutschen in den westlichen Gebieten der Ukraine bei ihrem Einmarsch zum Teil als Befreier begrüßt worden, doch diese Erwartungen verflogen schnell. Die Menschen sahen, wie brutal die Deutschen mit den sowjetischen Kriegsgefangenen umgingen. Sie waren enttäuscht, dass die Kollektivierung der Landwirtschaft nicht rückgängig gemacht wurde. Und sie fürchteten sich schon bald vor Gewalttaten. Die deutsche Besatzungspolitik griff in jeden Aspekt des Alltags ein. Zu den zentralen Zielen gehörte die Befriedung des Landes. Gemeint war die Bekämpfung jeden Widerstands. Selbst Witze durften über die Deutschen nicht gemacht werden. Weitere Ziele waren die Gewinnung von sogenanntem Lebensraum im Osten und die Ausbeutung von Arbeitskräften und Rohstoffen der Ukraine für die deutsche Kriegswirtschaft. Etwa die Kohle aus dem Donbass. Schon vor dem Einmarsch nahmen deutsche Planer billigend in Kauf, Menschen verhungern zu lassen, um die ukrainischen Ernten der Wehrmacht und der deutschen Bevölkerung im Reich zuzuführen. Diese sogenannte Hungerpolitik kostete Zehntausende das Leben. Besonders schwer betroffen war Charkiw im Osten des Landes. Zugleich mussten die Menschen für das Deutsche Reich arbeiten. Wer anfangs hoffte, so dem Hunger zu Hause zu entkommen, stellte bald fest, dass die Arbeitsbedingungen im Reich katastrophal waren. Weil kaum noch jemand nach Deutschland wollte, machten die Besatzer Jagd auf Menschen, griffen sie willkürlich auf offener Straße auf und brannten ganze Ortschaften zur Strafe nieder, wenn sich nicht genügend sogenannte Gestellungspflichtige gemeldet hatten. Zu den Verbrechen der deutschen Besatzer zählte die Ermordung der sowjetischen Führungsschicht. Noch während des Vorrückens wurde der sogenannte Kommissarbefehl vollstreckt, die Liquidierung der Politoffiziere der Roten Armee. Ein weiterer Verbrechenskomplex war der Holocaust. Allein in der Ukraine wurden etwa 1,5 Millionen jüdische Kinder, Frauen und Männer ermordet. Zumeist in groß angelegten Erschießungsaktionen durch SS-Einheiten. Man spricht deswegen auch vom sogenannten Holocaust by Bullets. Beim Massaker von Babinja wurden in der bei Kiew gelegenen Schlucht Ende September 1941 in wenigen Tagen rund 33.000 jüdische Menschen ermordet. Man geht heute von insgesamt etwa 2.000 Massenerschießungsstätten in der Ukraine aus. Auch etwa 12.000 Roma wurden unter deutscher Besatzung ermordet. Bisher sind fast 140 Verbrechensorte dokumentiert. Diese Morde waren weithin sichtbar. Viele UkrainerInnen befürchteten deshalb, dass sie als nächstes an der Reihe wären. Diese Ängste waren umso plausibler, als im Rahmen der Ansiedlung von Minderheitendeutschen im Rahmen des sogenannten Generalplans Ost UkrainerInnen brutal vertrieben wurden. Dabei, sowie bei der Bekämpfung des von Partisanen getragenen Widerstands, kamen Zehntausende um. In Deutschland verbinden wir mit dem Zweiten Weltkrieg meist Soldaten, Kampfgeschehen und Gewalt. In den ehemals besetzten Ländern wie der Ukraine weiß man bis heute, dass die Gewalt der Kriegsjahre meist unter Besatzung verübt wurde. Zwischen 1941 und 1944 waren die deutschen Besatzer buchstäblich Herren über Leben und Tod. Auch wer überlebte, hatte Angst, Demütigungen, Gewalt und großes Leid erfahren.